Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Wir sind weiterhin in der Wüste und da werden wir auch fürs Erste bleiben. Ich würde heute ganz gerne mal ein paar Diamanten finden. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. So gesehen, wir haben hier zwei Versuche, also mal schauen. Ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich alles hier schon vorbereitet. Das mache ich ja für gewöhnlich am Ende der Folge. Also beginnen wir einfach mal damit, dass wir direkt nach Öl suchen. So, wie immer zwei von den Wünschelroutengängern. Rechts ist der Preis, wunderschön. Da packen wir mal zwei Pferde hin. Fünf Pferde. Beschleunigen wir die Zeit ganz kurz. Da haben wir Öl. Und wir haben direkt Öl gefunden, das ist sehr schön. Und dort graben wir auch runter, weil wir gerade noch das Geld dazu haben. Ah, ganz knapp verpasst. Ist natürlich schade. Aber egal, dann gehen wir noch ein klitzekleines Stück weiter. So, das verbessern wir mal ganz schnell. Damit wir hier ein bisschen mehr Öl bekommen und die guten Preise ausnutzen können. Wir wechseln mal zu links, weil da die Preise gerade höher sind. Und dann beschleunigen wir ein bisschen die Zeit. Wo ist der? Ach da, der hat da irgendwo unten Öl gefunden. Setzen wir mal noch zwei weitere hin. So, okay, das wird wohl noch ein bisschen tiefer sein. Oder auch nicht. Okay, senden wir mal ein paar Maulwürfe nach unten. Wir können auch eigentlich mal langsam die Wagen verbessern. Aber erstmal ein Silo. Okay, wir sind daran vorbeigegangen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verbinden will. Ich meine, wir müssen gerade ein bisschen Öl lagern. Und da wäre es relativ schlecht, würde ich sagen, wenn wir dann einfach noch weiteres daran machen. Wir haben noch ein Ölvorkommen gefunden, das ist wunderbar. Jetzt haben wir mal noch zwei Maulwürfe raus. Oh, die Preise sind grottig, aber wir müssen langsam mal wieder anfangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Sonst kommen wir hier wirklich nicht vorwärts. Machen wir einfach eine zweite Pipeline da nach unten. Und dann hier gehen wir dann auch weiter. So, die haben auch noch irgendwo Öl gefunden. Ich glaube, wir gehen von hier weiter. Aber uns fehlt einfach das Geld. Ich mache es ungern, mir Geld zu leihen, aber es wird wohl einfach nötig sein. So, oh, knapp verpasst. Ich glaube, ich gehe von dort aus. Dann senden wir mal noch ein paar Maulwürfe runter. Und bauen dringend ein weiteres Silo. Oh Mann, die Preise hier sind echt, echt grottenschlecht. Gut, verkaufen wir links ein bisschen. Unsere Silos werden immer mehr gefüllt. So, 9 und 10. Verkaufen wir noch ein bisschen mehr. Wir upgraden damit hier rechts die beiden Treibstoff, die Ölrohre, genau. Die Maulwürfe haben kein Öl hier unten gefunden, aber dort ist noch Öl, definitiv. Packen wir mal hier ein bisschen was hin und dort. Ja, wir müssen einfach zu diesen grottigen Preisen verkaufen, das ist schade, aber da ist noch Öl. Gehen wir mal dorthin. Damit gehen wir dorthin. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich relativ viel Öl. Oh, Wagen verbessern. Rechts sind die Preise endlich gestiegen. Das ist wunderbar. Ich glaube, wir machen einfach eine zweite dorthin. Und verbinden das so. Ja, das Ölvorkommen haben wir schon gefunden. Relativ unnützlich daher, aber gut, was kann man machen? Einfach ein paar Wagen draufschmeißen. Verbessern wir doch das Rohr hier unten, damit wir dort das gesamte Öl rausbekommen.
setzen wir noch zwei hin. Das sind echt große Ölvorkommen hier unten. Ich verbessere doch nochmal die Rohre hier. Damit wir da ein bisschen mehr Öl rausbekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die finden nichts mehr. Ja, sieht so aus. Ah, der Preis ist an sich eigentlich noch ganz okay. Ich meine, das ist jetzt nicht besonders gut. Hatten wir halt ein bisschen Pech. Okay, wir gehen jetzt runter. Lagern noch ein bisschen. Das Ölvorkommen hier ist gigantisch. Stimmt, wir haben jetzt... Wir haben drei bereite Rohre. Oh, wir können... können hier nochmal den Durchfluss erhöhen und wir brauchen Silos. Diesmal rechtzeitig. Rechtzeitig noch ein paar Silos bauen. Ich will nicht noch mehr Strafen bekommen. Davon hatte ich bisher schon genug. Aber ich glaube, die finden nichts mehr. Ja, es sieht so aus. Gehen beide immer näher an den Rand. Zumindest scheint das so. Suche jetzt einfach nur noch nach dem Diamanten. Ja, die Ölvorkommen sind hier wirklich riesengroß. Kann ich... Nein, leider nicht. Dazu reicht es noch nicht. Theoretisch können wir das aber so machen. Damit wir wirklich alles an Öl rausbekommen. Ja, die beiden Wünsche-Routengänger sind weg. Heißt... Oh. Okay, wir müssen verkaufen. Wir müssen jetzt einfach verkaufen. Weil unsere Silos voll werden. Ich glaube, ich kann nirgendwo noch eins hinklatschen. Ja, doch, dort theoretisch. Aber es ist auch schon August, also... Ich weiß nicht, ob wir es finden. Ob wir es schaffen, das ganze Öl rauszuholen. Preis ist tatsächlich nochmal gestiegen, was sehr schön ist. Ich glaube, wir bekommen nicht das ganze Öl raus. Das Ölvorkommen ist einfach so gigantisch. Wir müssen nochmal die Rohre verbessern. So. Ja, der Preis ist wieder gesunken. Aber momentan ist es wirklich alles, was wir machen können. Wir verbessern die beiden Rohre noch. Okay, dann haben wir jetzt das gesamte Öl. Warten noch ein bisschen. Rechts steigt der Preis sehr schön. Damit verkaufen wir das ganze Öl. So, und das sollte es dann gewesen sein. Verpachtung rückgängig machen. Und beenden. Ah, da gab es tatsächlich gar keinen Diamanten. Ich weiß nicht, wie oft die vorkommen. Oh, fast genau 30.000. Ja, wir mussten eine Menge Zinsen zahlen. Wegen unserem Darlehen. Ansonsten wäre es einfach nicht vorwärts gekommen. Der Preis war nicht besonders gut. Es war allgemein relativ schlecht. Da haben wir einen Screenshot. Unsere größten Ausgaben waren wieder Maulwürfe. Ja. Was kann ich dazu groß sagen? Ein paar Maulwürfe waren das schon. Und wir haben nur knapp das Doppelte. Der Bürgermeister hat eine Mitteilung zu machen. Bald werde ich als Bürgermeister zurücktreten. Mein Nachfolger wird derjenige mit den meisten Stadtaktien sein, die ich schrittweise bei der neuen Aktienauktion verkaufen werde. Okay, also es gibt jetzt auch noch Aktienauktionen, wo wir dann quasi am Ende vorzugsweise Bürgermeister werden wollen. Achso, in dem Gebiet gibt es gar keine Diamanten. Heißt, theoretisch müssten wir links hingehen, aber das ist nicht besonders gutes Land. Ja, vielleicht machen wir es in der nächsten Folge. Es tut mir leid, wenn ich euch dann ein bisschen verwirrt habe. Scanner hat man noch nicht. Kann ganz interessant sein, vor allem wenn man dann nach Diamanten sucht. Dann muss man nicht 1000 Maulwürfe raussenden. Aber der Scanner ist wahrscheinlich auch teurer dann.
das auszuführen. Ich kaufe es mir einfach mal. Und jetzt haben wir auch kein Geld mehr, wahrscheinlich für die Stadtaktien, beziehungsweise die Aktienauktion. Drücke auf den Start-Button, um die Auktion zu beginnen. Der Erste, der auf den Kaufen-Button drückt, erwirbt 2% der Stadtaktien. 2% sind wenig. 2% sind richtig wenig. Ich glaube, ich kaufe das nicht mal. Vielleicht, wenn es auf 5.000 sinkt. Weil dann haben wir noch genug Geld, um quasi unser Land zu besuchen. Keine Ahnung. Bei 5.000. Ja, es wäre zu teuer gewesen. Egal, wer hat es bekommen? Wer hat es bekommen? Keine Ahnung. Ah, Daisy. Daisy hat es bekommen. Haben wir noch was bei Daphne? Oh, das wird ganz knapp zu viel sein. Wir nehmen es in Kauf. Wir nehmen es in Kauf. Ja, wir müssen ein Darlehen nehmen. Aber dafür haben wir endlich wieder gute Preise. Und das lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil davor war es einfach grottenschlecht. Also, zwei Wünsche-Routengänge. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann erhöhen wir dort die Menge an Pferden. Ich kann das schon mal auswählen. Die werden gleich was finden. Ja. Und dann gehen wir ein bisschen nach unten. Ich meine, theoretisch könnten wir den Scanner nutzen. Oh. Wow. Das ist winzig klein. Und ich habe es wieder verpasst. Ah, verdammt. Okay. Ja, das war nicht gut. Wir müssen uns von hier aus machen. So. Dann verbessern wir mal die Rohre. Ah nein, das war es falsch. Verdammt. Egal, dann haben wir es für die Zukunft schon mal. Wir haben jetzt schöne Preise. Dann holen wir uns noch zwei Wünsche-Routengänger. Schleunen die Zeit wieder ein bisschen. Wir haben zum Glück relativ dicht beieinander Öl gefunden. Aber die waren auch nicht besonders groß. So, schauen wir uns mal den Scanner an. Haben wir mal hier. Und direkt gefunden. Verzweigungslimit erreicht. Gut, dann machen wir es von hier aus. Da haben wir auch was. Verbessern wir die Pferde. Endlich brauchen wir keine Silos. Aber eins. Eins holen wir uns. Das Ölvorkommen ist wirklich gigantisch. Ich glaube, da packe ich zwei von den von den Ölbohrplattformen drauf. Das könnte ganz gut sein. So, noch ein paar Wünsche-Routengänger. Das kann ja nicht schaden. Machen wir mal 5. Damit sehen wir ein bisschen mehr im Boden. Ja, das haben wir auch in dem Moment gefunden. Da packe ich jetzt aber definitiv eine zweite Ölbohrplattform dran, damit wir wirklich alles an Öl rausbekommen. So und so. Das verbessern auch mal. 1, 2, 3, 4. Dort gibt es in der Mitte auch irgendwo Öl. Ich vermute mal hier. Ja. Machen wir noch eine Ölbohrplattform. Heute bauen wir ganz viele. So, definitiv mehr Pferde. 20 Stück. Schicken wir auch alle zum Verkaufen. Dann verbessern wir hier das Rohr. Oh. Da müssen wir ein paar mehr Pferde draufschmeißen. Und dort brauchten wir einen Steinbohrer.
So, dann läuft das bisher ganz, ganz gut. Natürlich, der Preis ist schön hoch, aber ich weiß nicht, ob das hilft, das kurzzeitig auszuschalten, weil wir haben jetzt schon eine Menge von den ÖVO-Plattformen. Weiß nicht. Sollte es weiter so kritisch sein, dann schalte ich die erstmal ab. Ja, okay. So, einfach kurz vorher ausgeschaltet. Oh, und jetzt ist natürlich die eine ÖVO-Plattform leer. Ich wollte das Rohr nicht bauen. Es war versehentlich. Das kann man machen. Ich wollte keine Maulwürfe mehr machen, aber sie sind einfach nützlich. Daher machen wir es mal. So, die Preise könnten kaum besser sein. Ich glaube, ich mache mir hier noch eine Verzweigung dran. Die haben tatsächlich noch irgendwo Öl gefunden. Wahrscheinlich hier unten. Nein, tatsächlich nicht. Okay, das ist sehr merkwürdig. Ja, die linke, die Ölbohrplattform links, die läuft immer wieder voll. Ich glaube, ich habe das Rohr einfach zu groß gemacht. Ich glaube, die schalten ab. Ja, Scanner sind toll, aber ich glaube, dass Maulwürfe einfach in dem Fall ein bisschen besser sind. Da kann ich nicht verbinden. Verbinden wir von dort. Das ist Ölvorkommen auch gerade leer geworden. Dann verbinden wir nach dort. Haben wir noch zwei. Dann verbessern wir das Rohr dort. Links ist auch alles leer. Zumindest sieht es so aus. Dann können wir das hier mal verbessern. Das hier mal verbessern. Überall ein bisschen die Rohre verbessern. Wir verkaufen ja hier zu ziemlich guten Preisen. Sollte also kein Problem sein. Ja, okay, es wird kein Öl mehr geben. Die sind alle abgehauen. Machen wir mal die alten Ölförderungsmaschinen, Dingsbums, Ölbohrplattform, so rum. Da machen wir die mal nützlich, indem wir dort noch ein bisschen Öl aus diesem gigantischen Ölvorkommen rausholen. Okay, das ist wirklich das untere Ende da. Ja. Viel tiefer geht's nicht. Da war nichts, das war nur so ein komischer Schatten. Können wir das hier verbinden? Nein, leider nicht. Das ist dumm, weil jetzt, keine Ahnung, geht das über 1000 Wege. Schalten wir das mal ab. Dann verbessern wir hier das Rohr. Verkaufen es weiter. Machen wir noch eine direkte Route. Ich meine, wir haben ziemlich viel Öl schon rausgeholt. Aber es könnte von der Zeit knapp werden. Oder sollen wir upgraden? 350, 341. Ich glaube, das wäre günstiger, wenn wir einfach eine neue bauen. In dem Moment wird es leer. Stark. Sehr schön. So richtig schön viel Geld verschwendet. Gut, aber wir haben 41.000, also nicht schlecht. Finde zuerst den Diamanten. Ja, ich glaube nicht, dass es einen Diamanten hier gibt. Es gab einen Diamanten, tatsächlich. Ha, das ist merkwürdig. Die da drum hatten gar keine Diamanten. 41.000. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie. Wir haben fast 1 Dollar pro Fass verkauft. Wir haben nur rechts verkauft für 0,99. Am meisten haben wir für Rohre ausgegeben. Maulwürfe diesmal sehr wenig. Dafür halt neu den Scanner genutzt. Ja gut, wir hätten den Diamanten finden können, aber haben wir halt ein bisschen Pech gehabt. Gut, dann schauen wir mal. Und wir haben hier das Doppelte von Daisy. Daisy hatte ziemlich Glück in letzter Zeit.
machen wir eine weitere Landauktion. Ich hatte einen richtig guten Boden, aber Daisy hatte einfach einen deutlich besseren. Ja, da ist gerade mein Speicherplatz voll geworden. Ihr wisst ja, ich nehme momentan eine Menge Videos auf, also muss ich erstmal ein paar Videos auf die SD-Karte verschieben. Ja, deshalb habt ihr dann ein bisschen was verpasst. Ich habe auf jeden Fall das Stück Land da bekommen, musste nicht besonders drum kämpfen. 3% Aktien. Wir sind hier am reichsten, also das will ich nur mal anmerken. 3%, ich denke mal, dass es eigentlich so ist, dass wir quasi pro Prozent so etwa 5.000 ausgeben würden. Ja, also in dem Fall, wenn es zu 15.000 kommt, dann kaufe ich das. So, da haben wir 20.000 erreicht. 18, 17, 16 und 15.000. Ja, damit haben wir 3%. Viel zu teuer. Tja, warum habe ich nicht früher gedrückt? Ricardo konnte gar nicht drücken. Okay, egal. Wir haben noch 27.000. Oh, das ist nicht schlecht, wenn wir mal Öl verkaufen müssen. Wenn wir Geld benötigen, machen wir das mal. Was haben wir hier? Da können wir uns nichts holen. Schnelligkeit 3, Größe 2. Größere Scans, ja. Da haben wir nichts, haben wir nichts. Ja, okay, wir können uns fast gar nichts kaufen, also. Ja. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Also, ich habe sie ja schon benutzt, so ein bisschen. Sache ist die, wir decken halt eine große Fläche auf, schon klar. Es kostet aber im Vergleich zu den Maulwürfen einfach deutlich mehr, ja. Und Maulwürfe decken dann an vielen verschiedenen Stellen auf. Und dann denke ich, es macht eigentlich mehr Sinn, Maulwürfe zu nutzen, weil sie dann quasi überall hin und wieder so einzelne Felder aufdecken. Wenn wir dann sehen, ja, das ist nicht dieses Erdebraun, dann wird das etwas anderes sein. Da bringt es dann im Grunde nichts, so ein riesiges Feld einfach aufzudecken. Deshalb, naja. Ich denke mal, ich nehme einfach hier Schnelligkeit 3. Und dann haben wir noch genug Geld, um eine weitere Runde zu machen. Aber wir haben nicht mehr genug Zeit. Daher war es das fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.